Sprachsprötchen. Hier sind eure Lieblingsquatschbrötchen, heute auch als Video. Und zwar haben wir etwas Unfug vor. Gut, wir sind Quatschbrötchen, da gehört Unfug quasi zu unserem Tagesgeschäft. Hat jemand Unfug gesagt? Hier ist der Matze. Hallo, guten Hallo, Morgen. Ich bin der Gregor. Das ist ein Auto. Schon eine Weile. Ja. Und wir haben was vor, wir tunen das jetzt. Das ist ein handelsüblicher Golf mit Diesel-Schummelsoftware, so wie es sich gehört. Und wir wollen ihn tunen. Dafür haben wir etwas Werkzeug mitgebracht. Was haben wir denn hier? Einmal Klebeband. Klebeband und einen Fahrradschlauch. Ja. Das Fahrradschlauch auf dem Auto. Passt nicht ganz, ne? Nee, eigentlich heißt es ja tubeless mit den Reifen. Da wäre ja gar nichts mehr drin an Schlauch. Wir ziehen jetzt trotzdem einen Fahrradschlauch aufs Auto und wollen das Auto tunen. Und wie das wird, schauen wir jetzt. So, Klebeband, man weiß ja nie. Eine Schere, weil ich glaube, der ist sonst zu lang. Und hier ist er drin. Ja, das kann so. Anleitung, das brauchen wir glaube ich heute eher nicht, denn nach Anleitung wird das nichts. So, der Schlauch ist groß. Ich glaube, das Ventil brauchen wir auch nicht. Wir schneiden jetzt einfach mal großzügig ein Stück ab und müssen mal gucken, wie wir den drauf kriegen. Oh, der ist klein. Tja. Da müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren, glaube ich. Um den hier drauf zu kriegen. Da muss Klebeband her. Warum? Warum? Hallo? Hat hier jemand Panzertape? Eigentlich eine ganz gute Erkenntnis. Ja, offensichtlich hat's jemand. Hat hier niemand Panzertape? Klingt auch schon gut. So. Und jetzt wird's interessant. Also das wird nichts. Weil dann fliegt das Plastik sofort. Ja, wir gucken mal. Nee. Das A und O ist, dass es jetzt nach beiden Seiten dicht ist. Guck mal, da geht alles, die ganze Luft geht nach unten raus. Das ist ja, da muss ich noch mal kleben, das stimmt. So, nach hier hin habe ich es jetzt abgedichtet. Bis mal locker noch mal bis vorne. So in der Art, ja. Also quasi frei nach dem Motto, viel hilft viel. Ja. So. Also wir probieren das jetzt aus mit der Länge hier. Er hält gut zusammen, das ist wichtig. Warum, das sehen wir nämlich gleich. Und ich hoffe, dass es jetzt funktioniert, dass das Auto jetzt zu einem richtigen Sportauto geworden ist. Wir machen einfach mal an. Ja. Fahr einfach mal. Nee, also hier hat sich schon das erste aufgemacht. Da kommt schon viel raus. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Am Anfang hat er schon gefurzt. Versuch 2. Oh, abgefallen. Ganz abgefallen. Oh, oh. Ja, du hast die Lage, die das eigentlich an Dingen zählt, war zu tun. Ich glaube, wir müssen hier mehr an den Auspuff gehen. Das war schon gut. Der Auspuff ist vielleicht auch zu dreckig. So, und jetzt das Problem ist, beim anderen Auto kamst du besser an den Auspuff ran. Ich komme hier eigentlich nicht dran. Das ist mein Problem. Ich kann jetzt wirklich so. Workshop hier. Das sieht schon gut aus. Der Offenbacher Bastelworkshop. Ich hoffe halt, dass es hier oben dicht hält. Aber mit Wegfliegen ist jetzt schon mal weniger. Ja, am Anfang jetzt mal mit gut, wenig wir Gas. Probieren erstmal wenig und dann fahre ich mal ganz langsam los. Ich glaube, das ist schon ganz brauchbar. Okay, also, machen wir den Test. Ja,
Ja, funktioniert hat es dann ja wohl schon mal. Es hat es irgendwie wieder zerlegt. Ab ist es nicht ganz, aber eigentlich doch so weitestgehend. Starten wir noch einen Versuch, Matze? Was meinst du? Aber sicher doch. Das klang ja dann doch irgendwann komisch. Doch, das ist noch dran. Es hat echt gehalten. Fazit. Es ist getuned. Wie es aussieht, okay, ist eher zweifelhaft. Im Original sollte es etwas mehr knattern, so richtig wie so ein Sportwagen eben. Aber ein blubberndes Auto, das hat jetzt auch niemand. Also damit ist es, denke ich, schon einzigartig. So, jetzt ist ja der Schlauch durch einige Versuche auch schon, na, verrußt ist er noch nicht, obwohl er schwarz von innen ist. Aber der bappt nicht mehr so zusammen wie hier der Rest. Wir verlängern den jetzt einfach. Ich denke, das wird einfach gehen, indem wir mit einer ausreichenden Menge Klebeband, wie wir das ja am Rest schon bewiesen haben. Also kann man jetzt sagen, dein Auto hat jetzt Extensions? Ja, ich möchte eigentlich, dass es nochmal richtig knattert und nicht blubbert. Also der Test hat, was das angeht, ja nur so halb geklappt. Aber hier löst sich es auch schon wieder. Das heißt jetzt einfach, die Rolle Klebeband muss drauf. Viel hilft viel. Hier, was ist das eigentlich? Wer entwickelt Klebeband, was sich so abziehen lässt? So, ich habe den Schlauch am Auto. Das erste Auto mit Fahrradschlauch. Wir legen den jetzt mal dahin, fahren mal ein Stück und dann gucken wir mal, ob's funktioniert. Ansonsten schneiden wir halt einfach nochmal ein Stück ab. Ich packe die Schere mal mit ein. Also es riecht ja zwar nach Gummi, aber ich weiß nicht. Da muss jetzt mal, muss noch ein Stück weg. Das Schnippschnapp? Da hilft ja nichts. Und immer noch zu lang? Tja. Hilft ja nichts. Wird immer kürzer. Vielleicht war das nichts mit Verlängern. Also irgendwie mehr wie quietschen macht's nicht, habe ich den Eindruck. Naja, aber tunen geht. Vielleicht nächstes Mal mit einem etwas größeren Fahrradschlauch und nicht hier gerade ein Modell, was so ist und der Auspuff mal eben dreimal so groß. Naja, wir gucken uns jetzt nochmal an. Mit viel Klebeband hält die ganze Sache. Aber man kann sagen, Quatschbrötchen, Autotunen zum Blubbern geht, dann klingt es ja immerhin lustig. Und damit verabschieden wir uns von diesem etwas verrückten Video. Die Invasion des Klebebandes. Mal gucken, ob es wieder abgeht. Hoffentlich bleiben mir keine Rückstände. Den Fahrradschlauch kann man doch jetzt noch verkaufen, oder? Wir geben das Klebeband dazu, dann kann man sich ja wieder zusammenkleben. Ja. Ich denke, das wird gehen. Na, immerhin geht es rückstandsfrei vom Auto runter.
Dreck da drin ist. Ja. Was sagt das nochmal? Gucken mal, ob da Dreck drin ist. Ja. Geht ja noch, ne? Also. Clean Diesel bestanden. Ja, also ich glaube, er hat ja dieses Update von VW. Ja, möglicherweise. Ich denke, man sieht's. Also ohne hätte es wahrscheinlich ganz anders ausgesehen. Naja. Das war Autotune.